ist Karl Arthur Alamowski. Er ist Bundesrat von den NEOS aus Wien. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseher. Ich hätte mich fast zu einer tatsächlichen Berichtigung zu Wort gemeldet, bezogen auf die Rede vom Kollegen Spanregen, der behauptet hat, wörtlich, die Wissenschaft brabbelt etwas von einem Urknall. An einem Tag, an dem ein Österreicher, Josef Aschbacher, zum Generaldirektor der österreichischen Weltraumorganisation ESA gewählt wird, muss ich diese Behauptung, diese Diskreditierung als Physiker ausdrücklich zurückweisen. Jetzt zu den zwei Tagesordnungspunkten. Als erstes das Top 6 Hass im Netz Bekämpfungsgesetz. Wir NEOS begrüßen dieses Gesetzespaket, das ja eigentlich 10 Gesetze umfasst, dem Grunde nach. Allerdings sehen wir den Titel des Gesetzes so, dass er mehr verspricht, als das Gesetz oder die Gesetzespakete selber halten können. Weder ist eine gemeinsame Klammer darin, dass es um Hass geht, noch betrifft es das Internet als Tatort, als gemeinsame Klammer. Das Muster, das sowohl dieses Gesetz als auch das Kommunikationsplattformengesetz zeigt, ist, dass mit Marketinggesetzestiteln ein bisschen abgelenkt werden soll von dem, was tatsächlich in der Rechtslage verändert wird. Wir NEOS begrüßen das Paket im Grunde nach, wir stimmen dem auch zu, aber es wird leider nicht dazu kommen, dass Hass im Netz oder die anderen Tatbestände, die darin geregelt werden, nur mit einem Formular im Mandatsverfahren, das jetzt neu geschaffen wird, verschwinden werden. Zum Kommunikationsplattformengesetz, das auch ein bisschen ein Etikettenschwindel ist, weil es betrifft nicht alle Kommunikationsplattformen, es betrifft nur Kommunikationsplattformen, die auf Gewinn gerichtet sind, die eine bestimmte Umsatzschwelle überschreiten, eine bestimmte Userschwelle überschreiten. Es umfasst ausdrücklich nicht Leserforen von Tageszeitungen, wo wir wissen, dass sehr viel geschrieben wird, was wahrscheinlich auch unter den Anwendungsbereich fallen würde. Es betrifft nicht kommerzielle Kommunikationsplattformen, wo auch sehr viel geschrieben wird, Austrian Soccer Board zum Beispiel. Das Gesetz ist daher dadurch gekennzeichnet, dass eine Zielgenauigkeit nicht gegeben ist. Es ist gut gemeint, ja, also es ist durchaus sinnvoll, dass, wie es im Gesetz heißt, die auf der Kommunikationsplattform verfügbaren, behauptetermaßen rechtswidrigen Inhalte gemeldet werden können, dass die Verfügbarkeit dann beseitigt werden soll und dass eine Beweissicherung vorgenommen werden soll. Aber insgesamt halten wir NEOS dieses Gesetz nicht für so gut gelungen, dass wir dem zustimmen können. Danke. Die NEOS würden das Hass im Netz Bekämpfungsgesetz und auch das Kommunikationsplattformengesetz zwar grundsätzlich begrüßen, die beiden Gesetze halten aber nicht, was sie versprechen, sagt Karl Arthur Alamowski von den NEOS Wien.